Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Und ja, ihr seht, wir haben eine neue Mod installiert. Da hat sich ja der gute Ascarium84 letzte Folge, ja, man muss sagen, gerechtfertigt beschwert. Da habe ich schon neue Mods installiert und habe natürlich diesen EDB Interface Mod vergessen. Den habe ich jetzt natürlich nachgeholt, habe ihn mit dazu geholt. Und damit können wir jetzt hier per Schnellzugriff auf unsere Kolonisten zugreifen. Einmal Doppelklick auf Penny, da sind wir bei ihr und so weiter und so fort. Also, und man hat natürlich immer schön auch den Lebensbalken des jeweiligen gut im Blick. Jawohl, und von daher, das ist wirklich eine praktische Mod. Kann man sich ruhig mal gönnen. So, hier werden Leichen verbrannt, das ist gut. Und ich glaube, wir sind dran, den Grimm anzuwerben. Wir können mal drauf schauen. Ihr seht auch hier, interface-mäßig hat sich ein bisschen verändert. Das liegt auch an dieser Mod natürlich, die diese Charaktere hier oben auch mit anzeigt. Die hat es interface-mäßig auch nochmal ein bisschen angepasst. Ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil man sieht vieles gleich auf einen Blick. Und ja, von daher, glaube ich, gar nicht mal so unpraktisch. Nehmen wir natürlich so. Gut. So, unser erstes Ziel ist es jetzt eigentlich, wir haben den Stahlbildhauertisch aufgebaut. Wir werden hier die Aufgabe schon mal hinzufügen, eine große Skulptur herzustellen und wollen die für immer produzieren und dann natürlich gerne eigentlich ja nur aus Steinblöcken. Silber auf jeden Fall nicht, Stahl auch nicht, Plaststahl nicht, Holz, der ein muss eigentlich auch nicht sein, Uran nicht, Gold nicht, Onzidium, Titanium. Ach ja, da sind wir gleich bei einer nächsten Mod, die ich noch mit dazu genommen habe. Die hatte ich schon ein bisschen länger installiert, aber noch nicht aktiviert. Das ist, glaube ich, diese Glitzerwelt-Mod und die wird auch noch mal ein bisschen was verändern. Wobei ich mir da noch nicht ganz hundertprozentig sicher bin über die Funktionalität, also wie man, besser gesagt, an die jeweiligen Rohstoffe rankommt. Zum Beispiel hier Titanium, Alpha-Poly, Beta-Poly und was das alles auch bedeutet, keine Ahnung. Das werden wir herausfinden. Ich habe es auf jeden Fall im privaten Spiel schon mal getestet, ob man diese Rohstoffe irgendwie so finden kann. Habe sie bis dahin noch nicht gefunden, aber sie kommen manchmal mit Vorratskapseln nach unten und dann kann man die einsammeln. Und daraus kann man dann ja gewisse Dinge halt bauen. Schauen wir einfach mal, was uns da erwarten wird. So, was wir nochmal schauen müssen. Ich glaube, wir brauchen noch Gold für den KI-Chip, oder? 55 Gold, glaube ich, brauchen wir und 30 haben wir nur, genau. Lass mal gucken. Das ist soweit schon mal alles durch. Das ist abgebaut. Perfekt. Dann bitte auch einsammeln. Und hier die zwei Teile lassen wir nochmal abbauen. Dann sollte das schon mal soweit fertig sein. Und dann wäre halt das nächste Ziel, wirklich in erster Linie diesen KI-Chip zu kaufen. Besser gesagt herzustellen. Und in zweiter Linie dann Plaststahl zu sammeln. Dass wir wirklich mit dem Raumschiff dann allmählich mal anfangen können. So, ich habe nebenbei die Geschütze schon mal eingeschaltet. Wir gehen ja auf den Jahreswechsel zu. 9. Dezember ist es, also demnächst ist dann Januar. Das heißt, dann wird es langsam wieder wärmer. Dann können wir natürlich auch uns um das Goldvorkommen hier hinten kümmern. So, Hypothermie. Und Behandlung benötigt. Bei wem? Bei Lisa, okay. Lisa, was turnst du eigentlich schon wieder draußen rum? Du musst dich doch eigentlich erholen, oder? Komm, schlaf mal, bis du vollständig geheilt bist. Und Betty, schick mal gleich mal zu dir. So, können wir jetzt relativ simpel machen. Jetzt müsste ich nochmal wissen, wo Betty steht, hier hinten. So, und Betty wird sich kümmern, dass du behandelt wirst. So, na dann, ab geht's. Ja, ganz nebenbei werden wir natürlich trotzdem unsere Kolonie mit ausbauen. Aber wirklich in erster Linie wird es jetzt darauf langsam zugehen, dass wir genug Plaststahl bekommen, dass wir dann auch das Teil hier, das Raumschiff bauen können. So, da können wir auch direkt mal eingucken. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Reaktor. Das wäre schon mal ganz wichtig. Aber ihr seht schon, da brauchen wir halt 500 Plaststahl dafür. Aber den können wir ruhig mal hier mit ransetzen. Wir können den, wir können es notfalls weiter nach unten bauen, weil die Mauer lässt sich ja nochmal verlegen im Zweifelsfall. Wir bauen es mal erstmal so hin. Genau. Und ja, wenn sie möchten, können sie halt den Stahl schon mal hinliefern. Jawohl, das machen sie sogar. Und den Plaststahl, gut, das wird dann nach und nach kommen, denke ich. Aber da haben wir erstmal ein Ziel, dass wir diesen Reaktor halt schon mal bauen. So, Großhändler wäre am Start. Der würde auch Plaststahl verkaufen. Allerdings haben wir im Moment gar kein Silber, womit wir dem, ja, was wir ihm halt anbieten können. So, was ich in erster Linie mal gucken möchte. Also eigentlich ist der JB unser Quatschtyp für die ganzen Händler. Aber wir haben doch Y jetzt auch leveln lassen. Lass mal gucken, wie weit du bist. Sozial Level 11. Okay, ich glaube, JB ist noch weiter. Ich glaube, der war bei Level 12. Jawohl. Okay, deswegen wird das JB ruhig nochmal übernehmen.
Wir schauen mal, was er uns anzubieten hat und was wir verkaufen können im Gegenzug. Elchleder wäre zum Beispiel dabei, Elefantenleder, Muffalo-Leder und Wildschweinleder können wir auch noch verhökern. Den Rest, das sollten wir behalten. Einfache Mahlzeiten behalten wir natürlich ebenso. Peppermint und Schildi und Snuggy behalten wir ebenso. Das kommt gar nicht in Frage, dass wir die verkaufen. Ja, wir könnten wieder ein bisschen Plaststall dafür einkaufen. Wobei so ein bisschen Rücklage an Silber wäre auch nicht verkehrt. Wie teuer ist das Plaststall? Ich glaube, das ist relativ günstig. Ja. Ich glaube, das hat man schon mal teurer gesehen. 16,19 ist, glaube ich, ein ganz humaner Preis. Das heißt, wir werden uns mal ein Stück weit hier eindecken. Was man so unter Eindecken verstehen kann hier. Dann haben wir 60 Plaststahl, das wäre in Ordnung. Okay, so, ab geht's. Und da haben wir zumindest schon mal ein Teil dessen, was wir hierfür benötigen würden, herangeschafft. Gut. So, ich weiß gar nicht, ob das schon ins Lager mit reinzählt. Ich glaube noch nicht, oder? Die 60 zählen nochmal oben drauf. Das heißt, wir hatten 224 Plaststall gerade. Und da haben wir wieder Hypothermie bei Mitch. Okay, der ist auch nur am Hin- und Herrennen gerade. Unterkühlung Mittel, der muss sich mal kurz ausruhen. Wo ist er denn jetzt gerade? Lass mal gucken. Ach, da. Okay, der schaut, glaube ich, ein bisschen Fernsehen, oder? Genau. Der guckt irgendein Nachmittagsprogramm wahrscheinlich auf irgendeinem der Privatsender. Schauen wir mal. So, das hier können wir auf jeden Fall auch noch mit abtransportieren lassen. Und es hat sich, glaube ich, erwiesen. Lass mal schauen. Ich glaube, das geht hier nicht, dass wir hier noch was mit dran stellen. Wo haben wir es denn? Windturbine. Genau. Die müssten wir, wenn, dann hier so mit hinstellen. Aber ich glaube, wir kriegen das nicht vom Dach befreit. Wenn ich es nicht sogar schon mal probiert hatte. Ich weiß es gerade gar nicht. Hier kein Dach erstellen. Die hatte ich noch nicht probiert. Aber genau, wir kriegen es nicht vom Dach befreit. Das hatte ich mal rausgefunden, wo ich das mal getestet hatte, ob die Mods sich mit dem Spielstand vertragen. Da hatte ich das schon mal getestet und da ging es auch nicht. Also von daher können wir dort leider keine weitere Windturbine mit hinstellen. Aber wir könnten natürlich weitere Solaranlagen mit hinbauen. Das wäre noch eine Möglichkeit, wobei wir eigentlich strommäßig gerade gar nicht darauf angewiesen sind. Ich glaube, Stromversorgung fehlt. Okay, das heißt, das ist soweit gespeichert, dieser Batterievorrat. Wunderbar. Gut. So, lassen wir jetzt mal die Zeit schneller laufen und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier demnächst weitergehen wird. Was haben wir denn hier noch rumliegen? Hier hat man noch ein bisschen Kleidung rumliegen, die können wir nochmal mit einsammeln lassen. Ein Messerchen, ein Silbermesser nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ein Textilienhändler wäre da. Ach ja, was wir auch mal machen sollten vielleicht, weil Betty gerade sowieso nicht hinterherkommt. Warte mal, wir müssen das mal anders einteilen. Betty ist vom Skill her, das wollte ich gerne mal sehen, Handwerk Level 12. Okay, das wäre in Ordnung. Ich würde das hier mal nicht gern abändern wollen. Dass wir hier mal sagen, mindestens Level 12. Jawohl. Hier bitte genau das gleiche. Mindestens Level 12. Und das müssen wir jetzt für alles soweit erstmal festlegen, dass das immer mindestens Level 12 ist. Denn dann können wir auch andere Leute als Handwerker arbeiten lassen. Und die kümmern sich dann zum Beispiel auch um diese Sachen, aber gehen halt hier nicht ran. Das ist halt das Praktische. So, und hier auch nochmal Level 12. Jawohl. So, das Ganze bitte dann hier unten auch nochmal. Und dann hätten wir es eigentlich schon fast geschafft. Hier auch nochmal mindestens Level 12 und so weiter. So. Wunderbar, da hätten wir das. Und hier können wir es natürlich auch nochmal machen, wobei hier sowieso auch schon eine Levelbeschränkung ist auf Level 10. Aber komm, lass das nochmal anheben auf 12 und dann sollte es passen. Und jetzt können wir nämlich hier noch andere Handwerker festlegen, die sich dann, wie gesagt, um die anderen Dinge kümmern. Da wäre zum Beispiel Adams einer, der durchaus dafür mal zu haben sein sollte. Ich würde ihn ja sogar fast mal auf Level 1 hier einstellen oder auf Priorität 1 einstellen, dass er sich auch um solche Sachen mit kümmern soll. Das wäre, glaube ich, nicht die verkehrteste Idee. Gut. So, ansonsten wird uns nur angezeigt, wir haben wenig Medizin und Batterien benötigt. Okay, du hast Solarzellen, aber keine Batterien. Was soll das denn? Das bedeutet, dass du nachts keinen Strom hast. So ein Blödsinn. Wir haben nachts Strom. Hoffe ich doch. Baue ein oder zwei Batterien, die dich auch mit nachts mit Strom versorgen. Zum Hinspringen klicken. Ja. Ich habe hier Solarzellen, ne? Ganz fette Solarzellen. Ganz, ja, selbstverständlich natürlich. Ich glaube nicht. Das soll auch so sein, dass die ohne Strom sind. So, wenig Medizin, das ist klar. Das hatten wir gerade schon. So, lass mal die Zeit schnell laufen und wir schauen mal weiter, wie es hier vom Anwerben her ist.
Sehen wir eigentlich das irgendwo? Ja, genau. 84 vom Schwierigkeitsgrad her. Aber da ist Epsilon ja wie gesagt dran. Und sie levelt natürlich auch fleißig darüber. Guck mal, sie ist schon fast Level 12. Das heißt, es wird wirklich notwendig, dass wir demnächst diesen KI-Chip herstellen. Da müssen wir mal schauen. Ein bisschen Stoff brauchen wir auch noch für den Teppich einerseits und zum anderen für die Tierbetten, nenne ich es einfach mal. Aber das wird auch noch werden. Da ist ja hier das Feld kräftig am Wachsen. 83% schon fertig und so weiter. Ja, schauen wir mal. Wie sieht's essensmäßig aus? 233. Ich glaube, wir verlieren gerade so ein bisschen an Essen. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Ich glaube, am Anfang der Folge hat man 240 Nahrungseinheiten. So, Blitzsturm ist da, okay. Und ein neuer Rekrut. Jawohl, wunderbar. Wir haben Grimm anwärmen können. Der wird sich wahrscheinlich erstmal was anziehen. Genau, der holt sich die Teufelsgarnjacke. Soll er machen, das ist in Ordnung. Und er braucht, glaube ich, jetzt auch ein Bett. Und dazu sollten wir hier mal den Schuh umverlegen lassen. Ach Mist, hier können wir das gar nicht festlegen. Warte mal, wir können das als ganz normales Kolonistenbett bestimmen und dann müsste Schuh natürlich nach hier oben verlegt werden. Ganz automatisch. Gut. Und dann ist das hier Grimms neues Zimmer. Hypothermie bei wem? Lass mal zeigen. Bei Mitch. Ui. Die laufen aber auch gerade große Strecken, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die haben hier noch ein bisschen was einzusammeln. Ich glaube, das liegt daran in erster Linie. Okay, so, na gut, das sollen sie mal machen. Das wird ja nicht mehr lange dauern. Und dann haben die das auch. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit um andere Dinge. Zum Beispiel bräuchten wir eigentlich jemanden, der hier den Aufseher gerade mal spielt. Das wäre Epsilon. Okay, und Epsilon will erstmal schlafen. Da muss Epsilon dann gleich am nächsten Morgen zumindest den Schuh erstmal verlegen, dass das Bett hier für den Grimm frei wird. Das wäre natürlich ganz gut. So, Epsilon will erstmal frühstücken. Das gönnen wir ihr noch. Und dann geht's aber los. Redet mit Gefangenen. Nein, das kannst du später machen. Du musst dich erstmal um ihn hier kümmern. Dass der nach oben verlegt wird. Jawohl. Und dann müsste das jetzt das Bett vom Grimm sein. Ach nee. Okay, wir hatten sogar noch eins frei. Stimmt. Das war Times altes Bett. Das hat sich jetzt der Grimm geholt. Auch nicht verkehrt. Händler mit exotischen Gütern ist da. Na wunderbar. Dann lass mal gleich direkt quatschen hier. Weil da können wir wieder die Skulpturen verkaufen. 1103 Silber kriegen wir. Sehr nett. Und ansonsten, wir könnten ja im Zweifelsfall auch noch ein bisschen Gold kaufen für den KI-Chip, meine ich. Also 55 brauchen wir, glaube ich, insgesamt. Das heißt, hier nochmal einen weg. Und ansonsten, wie viel Medizin haben wir gerade noch vorrätig? 5 Medizin, okay, das sollte passen von der Menge her. Gut, das hier werden wir auch mal alles verkaufen, das brauchen wir nicht wirklich. Das können wir auch verkaufen und... KI-Kern, gut, den behalten wir natürlich, den brauchen wir. Ansonsten den Rest, das behalten wir auch alles, das ist soweit in Ordnung. Gut, können wir hier noch irgendwas veräußern? Den Kevlar-Helm zum Beispiel mit 8% Haltbarkeit nur noch. Komm, den lass mal raushauen. Den Cowboy-Hut behalten wir, der Rest, das sollte alles passen. Wobei, die Stoßzähne könnten wir auch noch verkaufen. Ja, komm, lass die auch noch veräußern. Und das Horn kommt auch noch mit raus. Da haben wir erstmal 4200 Silber, was wir hier reinkriegen. Das können wir natürlich dann demnächst wieder in Plaststahl investieren. Das ist, glaube ich, nicht die verkehrteste Idee. Gut. So, da hätten wir das schon mal. Und dann kann eigentlich, ich glaube, Betty müsste es jetzt machen. Warte mal, wo haben wir sie? Komm mal ran hier. Du müsstest das jetzt machen. Achso, ist sie sogar schon dabei. Perfekt. Und dann können wir Epsilon den Chip einsetzen und dann kann demnächst Epsilon unsere Verhandlungen führen. Und ich hoffe, sie skillt hier noch fleißig weiter, dass das noch alles ein bisschen besser wird. Dass sie natürlich ja noch viel besser als JB in den Verhandlungen wird. Dass sie vielleicht sogar zu Level 20 irgendwann mal hat. Das wäre natürlich ein Träumchen. Schauen wir mal. So, hier fehlt es noch am Plaststall. Das ist ganz klar. 199 haben wir gerade noch auf Lager. Der wird sich, also die Menge wird sich wahrscheinlich auch noch abbauen. Weil wir doch noch, ich denke mal, die ein oder andere Option vor uns haben, wo wir noch was machen müssen. Aber gut, schauen wir alles mal. So, erstmal überstehen wir die kommende Nacht. Und wir haben einige Cowboy-Hüte hier. Hier können wir eigentlich mal wieder reinschauen. Vielleicht können wir sogar noch was herstellen. Eine Jacke wird auf jeden Fall benötigt. Okay, wir können trotzdem mal schauen, ob wir auch noch ein paar Hosen herstellen können. Genau, das wäre vielleicht auch noch ganz sinnvoll. Und zwar, bis wir X davon haben. Und zwar, bis wir 2 davon haben. Genau. Und das lediglich aus
Teufelsgarn, wenn es geht. Wunderbar, ich glaube, das hätten wir so. So, dann brauchen wir nochmal den Einzugsradius, dass der sich nochmal anpasst. Jawohl. Und dann können wir das so stehen lassen. Dann stellen wir nämlich eigentlich schon alles her, was wir brauchen. Und das könnte eigentlich abgebrochen werden, genau. Weil aus Kamelhaar will ich gar keine Hosen haben. Lieber aus Teufelsgarn. Das ist mir bedeutend lieber. Betty müsste ja eigentlich, was das Schneidern angeht, auch schon recht gut sein inzwischen. Ich glaube, das sieht man noch nicht hier. Das sieht man aber, glaube ich, in dieser Übersicht. Genau, Level 12 ist sie schon. Ist, glaube ich, der gleiche Skill wie beim Handwerk. Das ist nämlich auch Level 12 bei ihr. Okay. Minus 66 Grad sind es draußen. Wir warten immer noch auf den Sommer, dass wir da endlich mal angenehmere Temperaturen erreichen. Textilienhändler wäre da gut, den brauchen wir jetzt nicht. Ich würde hier fast schon mal überlegen, ob wir noch einen weiteren Schacht ausgraben. Dass wir hier nochmal auf Erkundungstour gehen. Genauso wie hier vielleicht auch schon mal bis da hinten. Genau. Dann kann das schon mal einer in Angriff nehmen. Und ja, das kann ja alles nebenbei schon mal mit abtransportiert werden dann. Gut. Na, guck mal, und das Wohnzimmer wird auch immer besser. Das wird auch langsam fertig hier. Aber wir produzieren, glaube ich, viel zu wenig Stoff. Wir müssten eigentlich noch mehr Stoff machen. Ich überlege fast, ob man das hier mal... Ja, das können wir eigentlich nicht umstellen, weil, wie gesagt, wir neben Nahrungsmitteleinheiten, also, oder an Nahrungsmitteleinheiten verlieren wir gerade. Ich bilde mir 240 am folgenden Anfang, jetzt nur noch 210 oder 215. Das ist gar nicht mal so viel. Und im Moment kocht Grimm. Na gut, Jebby macht jetzt auch mal mit, okay. Ich würde ja fast sagen, wir müssten das noch mit zu Kartoffeln hier umstellen, dass wir noch mehr Kartoffeln produzieren. Das heißt aber auch, wir brauchen eigentlich noch mehr Felder. Oder wir bauen das hier einfach mal noch mit zu, das wäre auch noch eine Idee. Wenn wir jetzt hier in Produktion reingehen und sagen, okay, lass hier nochmal die Hydrokulturen mit dazu nehmen. Sagen wir mal hier nochmal mit eine mit dran, genau. Und dann vielleicht hier in den Ecken auch nochmal eine jeweils. Und ja, beim Eingang sollten wir es vielleicht nicht machen. Obwohl doch, guck mal, das kriegen wir sogar dort auch noch mit hin. So, haben wir 4 Kulturen mehr. Das heißt 16 Pflanzen mehr. Also es macht, das würde, glaube ich, schon einiges ausmachen. Wir probieren es mal. Und es ist natürlich relativ stromeffizient, weil wir dann natürlich hier das gesamte Lager so mehr oder weniger ausnutzen dafür. Schauen wir mal, ob wir damit zurechtkommen. So, einen Textilhändler können wir wegklicken, den brauchen wir nicht. Ist Peppermint eigentlich jetzt inzwischen schon mal schwanger geworden? Ich weiß es nicht, ich habe keine Nachricht gelesen oder gehört. Lass mal gucken. Nein, leider nicht. Snuggy, musst dich ranhalten. Da soll doch was kommen. Sie ist zwar schon 12, aber das soll dich nicht aufhalten. Ach Quatsch, sie ist noch nicht 12, sie ist ein Jahr älter als er, also sie ist 9, glaube ich. Aber das muss ihn jetzt nicht unbedingt aufhalten. Kann auch ruhig loslegen. Wie weit sind die Bäume? Lass hier mal schauen, wie es hier aussieht. 90% gewachsen. 27%, okay, das geht. Hier ist auch noch nichts weiter passiert. Ja, wir müssen im Moment eigentlich nur zusehen, dass wir erstmal hier nahrungsmittelmäßig vorankommen. Schon wieder Textilienhändler. Alter, wie viele Textilienhändler hier rankommen. Und das mal natürlich hier ordentlich produzieren. Ach ja, stimmt. Wir wollten Grimm, das hätte ich jetzt fast verpeilt, wir wollten Grimm umstellen. Und zwar so, wie Timmy eigentlich ist. Und Timmy wollten wir dann zum Künstler machen. Genau. So, das heißt, Grimm bräuchte Bergbau 1. Und das natürlich auch 1. Und hier auch 1. So, das heißt, bei Timmy kann das dementsprechend aufgelöst werden. Landwirt kann er auch 2 bekommen. Guck mal, die sind sogar, glaube ich, fast identisch hier aufgestellt. Der Rest, das passt soweit. Und dann müsste Timmy sich jetzt eigentlich um sowas kümmern. Schauen wir mal. Genau, da stellt er eine große Skulptur her. Na, wunderbar. Perfekt. Dann haben wir jetzt 2 Leute, die Skulpturen herstellen. Was wir noch bei ihm machen könnten, natürlich, dass wir ihn operieren. Das heißt, wir brauchen bionische Arme. Einmal einen linken und dann natürlich auch den rechten Arm. Und dann brauchen wir bionisches Bein, linkes Bein und rechtes Bein, wenn wir ihm auch nochmal geben, dass er einfach schneller laufen kann. Das ist aber dann mehr, falls wir mal angegriffen werden. Und bionische Augen hat er schon. Okay, das sollte dann passen.
Also Arme und Beine fehlen ihm noch. Genau, und dadurch müssten andere Sachen gerade auch dann repariert werden. Beim Ohr müssen wir nochmal gucken, ob wir da einen Ersatz finden. Lass mal schauen, ob es da was gibt, was wir noch herstellen können. Aufgabe hinzufügen. Okay, können wir. Bionisches Ohr können wir herstellen. Und dann machen wir das einmal. Das sollte auch passen. Also viel häufiger brauchen wir sowas, glaube ich, nicht. So, lass das radiusmäßig angleichen. Jawohl. Und dann soll das mal gemacht werden. Woran scheitert es hier eigentlich? Ich glaube, an den 20 Bier. Genau, da wird es da ran liegen. So, das stellen wir mal eins nach oben, das Ohr. Sollte dann klar gehen. Wo steckt, warte mal, wo ist Timmy? Wieso liegst du denn in deinem normalen Bett? Wir haben doch eine Krankenstation, Junge. Kannst du doch daran legen. Aber gut, Betty ist erfahren genug. Ich glaube, ihr sollte kein Fehler mehr passieren, was Operation angeht. Nicht so wie damals bei Penny, wo sie einfach mal die Wirbelsäule entfernt hat. Aber gut. Sicher kann man sich, glaube ich, was das angeht, nie sein. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Also es verläuft alles einwandfrei, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Und die letzte Operation wird er hoffentlich auch noch ganz ohne Probleme überstehen. Jawohl, wunderbar. So, da ist Timmy aufgerüstet und dann kann er natürlich ordentlich loslegen. Dann müsste er bedeutend schneller arbeiten können. Ja, es bewegt sich, glaube ich, schon ein bisschen schneller hier, die Zahl. So muss das sein, so stelle ich mir das vor. Und wir können ihn natürlich ausrüsten. Das werden wir auch direkt machen. Nicht, dass wir es dann in der Notsituation dann noch extra machen müssen, dass er das Scharfschützengewehr trägt. Wunderbar. Gut. So, das hätten wir. Und wie sieht es hier vom Gang her aus? Oh, guck mal, da haben sie schon ganz schön viel geschafft und wir haben sich auch schon neue Vorkommen entdeckt. Warte mal, lass das mal abtransportieren. Das bitte auch nochmal und hier auch nochmal. Und da haben wir hier eine kleine Erzader gefunden. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Immer her damit. Erz können wir immer gebrauchen. So, hätten wir. Und das muss halt nur alles wegtransportiert werden. Das ist gerade so ein Sachproblem. Wir haben nicht genug Träger. Da können wir mal schauen. Vielleicht können wir ja mal jemand überreden, das vorübergehend zu priorisieren. Ja, wir könnten hier zum Beispiel festlegen. Warte mal, wir müssten das alles mal verändern. Tierpfleger kriegt da mal auf 4. Das kriegt er auf 4. Alles mal genau 1 nach oben. So. Und jetzt würde ich gerne festlegen, dass er halt im Notfall auch Träger macht. Das heißt aber, er würde Mechaniker immer noch vorziehen. Okay, das ist ganz klar, das soll er auch. Handwerker würde er immer noch vorziehen. Und wenn wir wollen, dass er das an erster Stelle macht, müssen wir es runtersetzen. Und dann sollte es passen. Genau, dann müsste Adams erstmal Träger spielen. Die Frage ist, wer putzt denn jetzt hier eigentlich? Wenn Adams jetzt gerade Handwerker gemacht hat, wer ist denn dann jetzt fürs Putzen zuständig? Macht das der Mitch vielleicht? Kann das sein? Wir müssen mal Mitch beobachten, was er so macht. Also eigentlich müsste er auch Träger spielen. Aber ich kann es mir gerade nicht erklären, wieso es sonst so sauber ist oder so verhältnismäßig sauber ist. Haben wir denn sonst noch jemand bestimmt dafür? Ja, wahrscheinlich die Leute, die gerade nicht bergarbeiten müssen oder sonst hier was machen, die sind natürlich dann auch im Zweifelsfall Reiniger, das ist ganz klar. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Die Betty stellt erstmal den bionischen Arm her. Ich würde fast sagen, dass es wichtiger wäre, wenn wir dieses bionische Ohr mal herstellen. Wir verschieben das mal nach ganz oben. So, dann soll sich darum in erster Linie gekümmert werden. Das ist ja nur eine Einmalaufgabe. Und solange wir noch Material dafür haben, dann sollen die das ruhig machen. So, hier hätten wir das schon, dass das abgebaut ist. Wunderbar, dann können wir hier gleich die nächste Linie schon mal in Auftrag geben. Aber guck mal, es tut sich hier was. Es wird langsam. Die Sachen werden eingesammelt. Zwar nicht so schnell, wie ich es immer noch gerne hätte, aber die sind alle dran. Das wird alles. Darf Peppermint eigentlich auch schon tragen? Ich weiß es nicht. Lass mal schauen. Tiere und Peppermint. Jawohl, Peppermint ist auch schon gut erzogen. Das heißt, sie kümmert sich auch um den Transport. Aber ich glaube, das wird dann auch allmählich, dass das hier alles wegkommt. Guck mal, hier können wir auch nochmal einen Auftrag geben, dass das mitkommt und so weiter. So, wunderbar. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass wir jetzt durch die Skulpturen, wenn jetzt Timmy auch nochmal dabei ist, dass wir bedeutend mehr Silber generieren können. Und darüber halt dann unser Raumschiff allmählich zusammenkaufen können, was den Plaststall angeht. Weil auf der Karte selber haben wir es, glaube ich, nicht mehr. Oder? Doch, haben wir sogar noch ein bisschen. Was haben wir hier? Ist das
Okay, das Uranerz. Da könnten wir hier auch nochmal abbauen, aber da müssen wir auch noch warten auf den Sommer, weil minus 72, 71 Grad hier, das ist jetzt nicht die Temperatur, wo ich die Leute rausschicken will. Das passt halt nicht ganz so sehr. So, schlechte Laune bei Grimm. Oh, was ist? Grimm, Marien kann wieder laufen. Was ist ihm passiert? Blutverlust? Ah, durch Erfrierung? Okay. Rechtes Ohr verloren. Nein, nein. Nicht der auch noch? Okay. Das ist heftig. Gut, der wird wieder, aber dann brauchen wir ja noch ein Ohr. Können wir gleich hier noch ein zweites in Auftrag geben? So, machen wir mal zweimal. Na gut. So, das eine ist auf jeden Fall gleich fertig. Jawohl, da können wir dann den Timmy nochmal operieren lassen, dass er auch wieder ordentlich hören kann. Genau. Aufgabe hinzufügen. Implantiere bionisches Ohr rechts. Das sollte dann funktionieren. Ach ja, und wir wollten Epsilon noch aufwerten. Das werden wir auch mal gleich machen. Dass wir sie nochmal operieren lassen. Nämlich mit dem KI-Chip. So, wo haben wir ihn? Hier. Kannst du dich auch direkt dort reinlegen jetzt? Wäre das möglich? Jawohl. Und dann brauchen wir die Betty, dass die sich darum kümmert. Wo steckst du gerade? Betty ist am Bauen und Machen. Okay, Betty wird sich erstmal um Timmy kümmern, dass sie das schon mal soweit hätte. Und dann direkt danach um Epsilon. So, Timmy ist, glaube ich, gleich durch. Jawohl. Und jetzt bitte nochmal bei Epsilon das Ganze. Und da wird Timmy am nächsten Morgen wieder fit sein, denke ich, und sie natürlich ebenfalls. So, da müssen wir jetzt nur dran denken, wenn es zu Händler kommt, dass wir dann halt das alles über sie machen und nicht mehr über JB. Weil sie ist auch demnächst oder bald zumindest Level 13. Das ist natürlich ganz nett. Prothesenhändler wäre am Start, da könnte man es eigentlich fast schon mal testen. Also wir haben 3 Heizungen hier drin und es ist immer noch so kalt. Also auf jeden Fall extreme Temperaturschwankungen hier. Naja, okay. So, ich hoffe, sie ist bald wieder fit, dass wir sie mal losschicken können. Das ist jetzt schon wieder außer Reichweite, kann das sein? Dann werden wir gleich testen, wenn sie wieder da ist. So, jetzt ist sie wieder da, wunderbar. Und da kann sie tatsächlich noch mit dem quatschen. Was haben wir denn hier? Künstliche Nase. Wieso haben wir denn so? Wieso haben wir 2 künstliche Nasen? Okay. Muss ich es verstehen? Habe ich da irgendwas falsch eingestellt? Ich weiß es nicht. Will ich gerade mal gucken, wieso wir 2 künstliche Nasen haben. Die müssten, wenn, dann auch hier dabei sein. Künstliche Nase produziere 0 mal. Okay. Ja, keine Ahnung wieso, aber wir haben 2 künstliche Nasen. So, was macht sie gerade? Sie meditiert, okay, das kann sie anderes Mal machen. Wobei, nee, doch, wir lassen sie meditieren. Oder doch nicht, warte mal. Ständiges Nun und Her. Black Market Trailer, der ist, glaube ich, auch neu. Lass mal da reinschauen. Was wir hier machen können. Da können wir eine Skulptur auf jeden Fall verkaufen, das ist ganz nett. Und den Rest behalten wir natürlich. Sturmgewehr 18% kommt, dass das verkaufen. Timmy hat jetzt eine neue Waffe bekommen dafür. Das sollte passen. Ansonsten, der Rest ist, glaube ich, alles soweit noch in Ordnung. Gut, das können wir nochmal veräußern. Also seit hier die ganzen Sachen könnten wir veräußern. Ja, lass mal alles rauswerfen hier. Brauchen wir sowieso nicht. Diese Nahkampfwaffen. Holz behalten wir natürlich. Das brauchen wir. Gehirnstimulator. Was ist das denn? Arbeiten, bewegen, Bewusstsein. Ein kleines Gerät, das sein Bestes tut, um die noch funktionierenden Bereiche des Gehirns am Laufen zu halten. Ich glaube, das ist eine Alternative zum KI-Chip. Ich glaube, das ist von dieser Glitzerwelt-Mod. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob beides funktionieren würde, aber ich denke mal, es wird nur einer gehen. Also eins von beiden funktionieren. Ansonsten sehr interessant natürlich. Den Rest, Ohr, Auge, Bein, ja, brauchen wir alles nicht. Guck mal, Plaststahl können wir einkaufen. Ah nein, verkaufen. Na, das ist ja blöd. Ne, wir wollen es ja wenn, dann kaufen. Und die Teile, das lassen wir mal schön sein. Das ist so teuer hier, wenn wir das hier einkaufen würden. Kann man zwar schöne Sachen herstellen dafür, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Plaststahl wäre mir bedeutend lieber. Ja, passt so. Haben wir wieder 1500 Silber gut gemacht.
können wir dann alles umsetzen, wie gesagt, in Plaschstahl, wenn es dann mal einen Händler gibt, der uns das verkaufen will. Forschung abgeschlossen. Verbesserte bionische Gliedmaßen. Na, wunderbar. Und dann können wir hier die Metallfabrikation für 700 Forschungspunkte natürlich auch noch erforschen. Und werden das natürlich auch machen. So, ab geht's dafür. Da hat der Mod noch kurz geladen. Und hätten wir schon. Aber ich sehe auch gerade auf die Uhrzeit. Wir nehmen schon über 30 Minuten auf hier. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten. Wenn es heißt, Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.